Vorgestellt, Sigma Theory, die Vorschau Nummer 5. Gucken wir uns an. Einloggen, nicht neuer Account, ne? Ja, das heißt, speichern letztes Mal war mit der Runde dann noch nicht abgegolten. Da hatten wir dann, ja, was haben wir gemacht? Ich glaube, er hat da Untersuchen gehabt, das weiß ich noch. Und er hier war damit beschäftigt, auch zu untersuchen. Das waren die beiden. Ich glaube, das war es dann auch schon. Mehr haben wir ja nicht mehr. Nächste Runde gibt es hier noch irgendwie, glaube ich, nee, das ist ein Tag dazwischen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Sehen wir dann. Weltzeituhr haben wir letztes Mal, ne, ganz korrupt, wie wir sind, da 5 Leute sterben lassen im Endeffekt. So, die Geheimnisse sind sehr gut verborgen. Ich konnte nichts finden, das uns gelegentlich kommen könnte. Okay. Meine Ermittlungen der lebenden Zielperson waren erfolgreicher, als wir uns hätten wünschen können. Karan Terror. Formel, Veranstaltung, Organ, Ignorant. Okay. Das. Doch, das gehört noch dazu. Mein Land Frankreich führt gerade eine militärische Operation im Kongo durch. Es würde unsere Beziehungen verbessern, wenn sie uns mit ihnen taktischen Drohnen unterstützen. Ein Treffen mit Pastor. Präsident Boosten war nicht erfolgreich. Okay. In der Alarmstufe noch so 20% gestiegen. 30. Gut. Ja, letztes Mal hatten wir was mit einem anderen Präsidenten. Also wird das zufallsgeneriert gemacht sozusagen. Die Ereignisse hier sind also nicht irgendwie linear, weil da war was anderes. Sie sind in der Mission gescheitert. Das wird Konsequenzen nach sich ziehen. Sie machen mir keine Angst. Präsident Bon ist im Besitz von Geheimnissen, die unsere Mitglieder brennend interessieren. Finden Sie die Person, exfiltrieren Sie sie. Sie haben 9 Tage Zeit, um diese Mission abzuschließen. Wir glauben an Sie. Doch vergessen Sie nicht, wenn Sie uns verraten, werden wir Ihre Wissenschaftler überzeugen, zu großzügigen Arbeitgebern zu wechseln. Okay. Direktor, unsere Geheimdienste konnten bestätigen, dass sie mit der Gruppe der Ortega-Zirkel zusammenarbeiten. Das ist eine gefährliche Allianz, aber könnte uns eine Möglichkeit geben, an diese Person heranzukommen, um sie für alle Mal aus dem Verkehr zu ziehen. Wir wissen, dass sie bedroht werden und dass die Gruppe handelt, sich gegen sie wenden. Werden sie es trotzdem tun? Ja. Wir müssen das Hirn der Gruppe der Ortega-Zirkel finden und dafür brauchen wir ihre Hilfe. Exfiltrieren Sie Präsident Bon aus Frankreich. Diese Person sympathisiert mit der Gruppe und wird Zielperson besitzen. Wir zählen auf sie. Fragwürdige Allianz. Ja, jetzt haben wir beginnen das Meeting. Direktor. Sehr schön. Hochscrollen. Okay. Wie kommt Ihre Forschung voran? Es ist meine Wegwanderung. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir da mit Alarmstufe senken. Okay, das ist gut. Um 50% gesunken. Gut. Ja, da haben wir das schon mal. Hier oben ist ein roter Punkt dran. Das bedeutet, da gibt's was. Diplomaten. Und das Sie, Vertrag. Okay. Gut.
Ja, da habe ich jetzt nichts, was ich tun kann. Jetzt müsste ich ihn erstmal da abziehen und dahin bringen, sozusagen, ne? Geht das überhaupt? Ja, komm, machen wir. Er geht dahin. Er hat den Dingens nicht auskundschaften können. Warte mal, das machen wir noch mal. Machen wir mal das, oder? Ach, das ist Alarmstufe schon so hoch. Nee, dann bringt das nicht so wirklich was, oder? Nee, dann lass ihn mal, oder doch, wir könnten das ja von da aus operieren. Komm, machen wir da nochmal. Und können da mal die Ransomware installieren. Unsere sozusagen. So, er. Ach so, der ist dahin und den haben wir noch. Okay. Wen haben wir denn da? Versucht den mal noch einen Wissenschaftler zu finden. Da sind ja noch ein paar Plätze frei gewesen, ne? So, dann hatten wir Kongo-mäßig noch was. Da ist eine Überwachungsdrohne. Hier hinten haben wir eine Kampfdrohne. Die schicken wir doch mal dahin, oder? Vielleicht können wir die auch dahin schicken. Vielleicht bringt das mehr dann. So, das sind die Dadelos. Müssen wir noch finden. Den haben wir noch nicht gefunden, ne? Ja, weiter. Egal. Wir sind abgesackt. Die Russen haben aufgeholt. Direktor hier in der aktuellen Stadt, unsere laufenden Projekte 76, 32, 35. Ja, wir sind hier mit ein paar Points unterwegs. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Wir sind eingetroffen, aber drei Befehle. Ja, wir waren abwesend, hätten im Irak sein sollen. Wusste ich jetzt auch nicht mehr. Ist halt so. Und das war schon vorher. Alles klar, dann ist das schon durch. Igor Lavrov. Kalib hat den Dienst quittiert. Na super. Das ist wieder einer weniger. Das ist für uns sehr schlecht. So, jetzt kann er hier. Jetzt müssen wir die wonnen. Das war die. Flatterhaft ist die. Ja, komm, versuchen wir das doch mal, oder? Alles klar. Die beiden passen doch gut zueinander eigentlich, oder? So, jetzt müssen wir ihn hier. Ja, gestaltet sich schwieriger als gedacht, ne? Er ist auch noch beschäftigt. Brauchen wir also auch nicht weitermachen. Hier kommen wir ein paar Punkte dran. Ne? Wir sind aber abgerutscht hier auf Platz 4. Die Drohnen sind noch unterwegs. Ich denke, die Runde ist durch. Dann geht die Reise weiter, oder? Haben wir 7 Punkte jetzt. Neuer Agent freigeschaltet, dann kann im nächsten Spiel rekrutiert werden. Direktor, hier ist der aktuelle Fortschritt unserer laufenden Projekte. Abgeschlossen, ist klar. Direktor, wir haben, glaube erfolgreich. Der Sinne wurde in Großbritannien installiert. Ich überlasse es Ihnen mit den örtlichen Sigma-Abteilungsleitern über den Entschlüsselungscode zu verhandeln. Direktor. Von Doppelagent P Präsident Hamilton erhalten. Ich wollte, sobald ich. Ich soll so bald wie möglich ein Treffen. Leroy Hamilton. Und das ist schon der nächste Tag oder letzte Tag. Leroy Hamilton.
Schlechte Nachrichten, Direktor. Frankreich Projekt Miracle abgeschlossen. Wir werden unser Bestes tun. Ja, okay. Der gilt um die Agenten und sowohl die Wirkung zu heilen. Bereiten Sie sich darauf vor, dass wir in eine Konflikt in Zukunft benachteiligt sein werden. Okay. Direktor, unsere Rekrutierungsspezialisten haben die letzte Liste des verfügbaren unabhängigen Agenten aktualisiert. Einige von Ihnen könnten die perfekte Ergänzung für Ihr Team sein. Ja, das glaube ich auch, dass wir jetzt mal wieder welche brauchen. Das ist der Kämpfer. Das sind wir eigentlich jetzt nicht so. Was ist das hier? Okay. Hacking-Mission. Flüchtet nicht. Sehr gewissenhaft, setzt weniger für die Bestimmungsgelder ein. Dann ist es nicht so doll. Er erregt mehr Aufmerksamkeit und muss bei der Einreise in anderen Ländern besonders gut aufpassen. Sehr geschickt daran, Wissenschaftler durch Bestimmungsgelder zum Füppelaufen zu bewegen. Okay. Er legt selbst die einfachsten Aufgaben mit größter Sorgfalt. Das kostet Zeit, verdient auch zumeist ausreichend Ergebnisse Tage. Verweigert womöglich brutal erscheinende Befehle. Besonders geeignet für Hacking-Missionen. Ich glaube, wir nehmen den letzteren. Hier nochmal gucken. Zögern nicht auf irgendwelche Plätzen Waffen zu gebrauchen. Wirklich kollateraler Schaden. Flüchtet nicht. Ein unbarmherziger Killer tötet bei jeder Gelegenheit. Ist zu schüchtern um das. Ist klar, Elite-Agenten sind kostspielig, deshalb hier vorgesetzt nur jeweils einen davon nennen. Ich glaube, wir machen den letzten Mal. Schon gewählt, erwähnt, dass Sie sich melden würden. Was kann ich für Sie tun? Ich habe viel Gutes von Ihnen. Geben Sie mir einen guten Grund, aus dem ich für Sie arbeite. Wahrscheinlich. Lassen Sie uns die Verschwörung, die unsere Länder in ihren Griff hat, gemeinsam zerschlagen. Ich verstehe weder mich noch, worum es mir geht. Also, das war es. Hat nicht geklappt. Das kriege ich sowieso nicht so hin, ne? Das ist immer doof. Was haben wir hier? Identifizieren wir den mal. Und er ist noch beschäftigt mit der One. Die Aktion läuft. Ja, Runde schon wieder durch, ne? Weiter geht's. Ja, Agent freigeschaltet. Direktor hier, der aktuelle Fortschritt. 8%, 45, 42. Direktor. Auch bei Robotik, die Wissenschaftler in Indien befinden. Sie wissen, was zu tun ist. Okay, Professor Mann. Okay. Ja, das ist ja schon mal was, ne? Ich brauche deine Hilfe, Ass. Ich befinde mich in China. Ein feindlicher Agent hat versucht, mich zu töten und ich muss mich verteidigen. Jetzt ist er tot. Sie werden mich verhören. Was soll ich tun? Ich bitte meinen Vorgesetzten um einen automatischen Gleitschutz. Du stehst in der Hierarchie höher als ich und ich. Okay. Direktor, arbeiten Sie mit unserem Feind? Dachten Sie etwa, Sie kämen davon? Und damit davon für diesen Verrat werden Sie büßen. Sie machen mir keine Angst. Gut. Er ist außer Gefecht. Er kann noch was machen. One ist schon für uns unterwegs. Vielleicht identifizieren wir hier mal noch einen. Gut, weiter geht's. Die Drohnen sind unterwegs. Ja, hier ist es schwierig, ne? Da kann ich jetzt nichts machen, weil ich keinen Agenten habe. Das ist jetzt unser größtes Problem, glaube ich. Und wir sacken immer mehr ab. Das ist nicht gut. 15, 0, 49, 45, 4. Wir haben zwar hier wen gewonnen, aber insgesamt läuft schlecht. Gut. Der Ortega-Ziegel konnte mit dir unser Wissenschaftlerteam erfolgreich ab, wenn sie arbeiten wie jetzt für unsere Feinde. Verstanden. Ja, ist nichts los, ne? Also er ist außer Gefecht, weil wir da schützen müssen und da ist er noch am Arbeiten. 5. Wir sind mit 7 Punkten ein bisschen zurück schon wieder. Wir haben keine Wissenschaftler, das ist unser größtes Problem. So, was haben wir denn erstmal hier oben? 25%, 1, 1, 7 und 3. Oh, 7 war schon mal ein bisschen mehr, das ist schon mal gut.
Die aktuelle Mission war erfolgreich. Ich habe alle Informationen, die wir zu dieser Person benötigen. Fiona Starkey. Unsere Militäroperation im Kongo ist beendet. Ihre Drohnen waren eine große Hilfe. Meine Regierung ist Ihnen zum Dank verpflichtet. Unsere französischen Regierung haben sich geändert. 57, das ist schön. Ich habe eine dringende Botschaft von Doppelagent Professor Zwicker erhalten. Ich sollte so bald wie möglich ein Treffen arrangieren. Zwicker. Ach so, wir hatten auch den anderen, ne? Direktor, unsere Rekrutierungsspezialisten haben die Liste der Zeit verfügbar und haben eine aktualisiert. Okay. Schnell, doch ein Mangel an Gewissenhaftigkeit kann das. Okay. Ein unabhängiger Sekretär bei jeder Gelegenheit. Besonders geeignet für Hacking-Missionen. Robber ist geübt in Exfiltration, kann diese Mission schneller erledigen als andere Kollegen. Kann im Falle einer Festnahme womöglich eigenhändig aus Haft entkommen. Okay, wird so gut wie nie von Spionageabwehr entdeckt. Besonders geeignet für Hacker. Das ist doch schon mal unsere Person vielleicht. Shiva ist der Kämpfer, den ich jetzt nicht unbedingt mag. Ja, Leute hatten schon erwähnt, dass sie sich melden würden. Was kann ich für sie tun? Warum soll ich sie arbeiten? Ich möchte ihn. Okay, auch nicht geschafft. War klar. Ich habe mal gedacht, ich nehme mal irgendwas Komisches und hoffe, dass da was geht, aber selbst das war nicht möglich. Die Agentin wird die Umgebung auskundschaften, dadurch erhöht sich die Erfolgschance zu Missionen in der Stadt. Wir versuchen, Sigma-Wissenschaftler zu finden. Die Drohnen sind zurück. Wir können mal da eine Drohne hinschicken und die andere schicken wir da auch hin. Keine Ahnung, wofür es gut ist, oder? Naja, gut. Runde beendet. Direktor hat die Information unserer laufenden Projekte. 35 066 51 11. Okay. Hamilton ist... Der will ein Gespräch, der da will vielleicht ein Gespräch, ne? Okay, dann sind wir da schlecht unterwegs. Ja, okay. Okay, Japan ist durch. Ich brauche nochmal die Nachrichten. Waren die hier? Ja. Ich habe eine dringende Nachricht von Doppelagent. Ich mache mir Sorgen. Ja, dann muss ich den doch da mit dem da jetzt sprechen, oder was? Aber wie soll ich das machen, wenn da keiner ist, der es machen kann? Da muss er dann dahin, oder was? Aber der ist jetzt gerade noch beschäftigt. Ja, das ist doof, ne? Dann müssen wir eine Runde durch. Und dann ist der vielleicht schon wieder weg. Okay, wir sind nur noch 7 und wir sind davon 5. Das ist schlecht. Kippi Blank kann im nächsten spekuliert werden. Okay. 6, 3, 4. Tja, ist nicht so viel. Direktor, ich habe den 2.5. Okay, der ist ein bisschen mehr Erfolg. Ich konnte die Forschungsannahmen in Frieden und habe alle brauchbaren Daten gesammelt. Ja, das war jetzt nichts Besonderes. Ja, wir sacken wahrscheinlich weiter ab. Wer ist das? Aaron Shin, Star Frontier. Naja. Mach das mal. Okay.
Okay, jetzt ist er 3 Tage nicht verfügbar, da verlieren wir die beiden da wahrscheinlich. Dem ist dann halt so, ne? Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Wir sind noch auf Platz 5, aber Großbritannien ist uns auf den Fersen. Da ist jetzt nicht so der Ansturm, dass es bald besser wird. Ja. Nächste Runde. Wir sind noch auf Platz 5. Hinter uns, die holen wahrscheinlich auf. 68, 66, 68, 2. Aha, da ist noch wieder was gekommen. Und der Dingens ist wieder da. Okay. Okay, Beziehung schlechter geworden, nicht schlimm. Ah, da haben wir jetzt wieder 3 Leute. Der Robber war schon eigentlich die, die ich haben wollte. Guck, machen wir noch mal was. Ja, die ist eine Hackerin, also müsste das doch gut für sie sein. Okay, alles klar. Auch das war nicht das Richtige. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihn nach Indien bringen, denke ich. Schnellreise. Schnellreise. Weil wir müssen zusehen, dass wir die beiden da noch irgendwie an uns binden. Sechs und sieben Punkte und wir haben auch nur 7 Punkte. Ich habe einen Dreh nach von Doppelagent McDonald's Lenore. Ich mache mir Sorgen um den mentalen Zustand. Okay. Kongo müssen wir hin. Okay. Das kriegen wir hin. Ja, ich werde sie noch einmal zu ihrem Beziehungsjahr, oder? Okay, und wir sagen. Nein. Ja, ist egal. Das war natürlich hart jetzt hier. So, das bedeutet, wir schicken da mal die Kampfdrohne hin. Und er muss jetzt definitiv hier gucken, dass er mit ihm hier erstmal. Ach so, okay. Den kriege ich so nicht. Nee, das war, oder doch, das war der richtige, wäre der richtige Weg gewesen mit dem da. Warte mal. Jetzt weiß ich gar nicht, was gerade passiert. Hat es uns jetzt erwischt? Wird geladen. Ach so, okay. Beginnen. Ja, was machen wir jetzt? Er soll Präsident von aus Indien bringen. Beginnen. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Okay, ein Polizeiwagen ist auf dem Weg hierher. Heute bewaffnete Putzmittel werden Sie zu Fuß. Suchen Sie ein Versteck und lassen Sie sie passieren. Der ist auch in Basel, ne? Das ist ja ganz krass. Na, dann machen wir das. Das kann er vielleicht eher wie das andere. Okay, dann haben wir nochmal Glück gehabt. Das ist echt ein Held. 4 Agenten sind soeben aus einem Gefechtsfahrzeug gestiegen und stürmen auf mich zu. Der scheint echt Profi zu sein. Riskant. Fliehen. Eliminieren. Riskant. Ergeben schon mal nicht, ne? Er hat ein Messer dabei, okay. Aber mit denen haben wir ja nix.
Nida eskaliert. Ich bin völlig an einem Bahnhof und werde von einem bewaffneten Einheit umzingelt. Sie wollen, dass ich mich ergebe. Wir gehen langsam aus. Ja, der kann doch eine Panik auslösen, oder? Ach, er ist selber auch noch getroffen worden. Ist die Frage, ob er da irgendwann noch entkommt, ne? Und also noch mehr. Ja, kannst du nur fliehen, er hat da keine Chance dagegen, oder? Wahrscheinlich hat er auch gar keine Chance, weil er jetzt gepackt ist. Fliehen. Was willst du machen? Er wurde verletzt. Ja, komm, nochmal abhauen. Hat er geschafft. Okay. Er hat es aber so weit geschafft, oder was? Na, doch nicht. Komm, da fliehen wir nochmal. Er wurde schon wieder verletzt. Jetzt ist er durch, oder? Er hat es geschafft, aber unter was für Bedingungen? Diskretion, zivile Opfer 2, militärische 0, Geschwindigkeit 7, Alarmstufe 400, 23, 51, 79, minus 10 zu Indien. Die Operation war ein Erfolg, aber die indischen Behörden wissen, dass wir involviert waren. Wir müssen dieses... Okay. Das war aber ein guter Weg, denke ich mal, das zu tun, oder? Jetzt haben wir auf jeden Fall den bei uns als Wissenschaftler und der arbeitet nur für uns, oder? So, was kann er jetzt machen? Was mit der eigentlich hier? Die verführen, das wird aber schwer, männerfeindlich ist er. Aber Liebeskummer hat sie auch. Bestechen, überzeugen. Ah, gut. Das war das Einzige, was er machen kann. So, er ist auf dem Rückweg, denke ich mal. Runde ist beendet. Ja, gut, weiter geht's. Fünfter Platz immer noch, gleich mit Großbritannien. So, was ist jetzt hier? Wir finden uns in den USA. Ein Personal, das nicht leider vorhat, wird von einem Geldschutz zum Forschungszentrum begleitet. Okay. Da wir glauben, dass sich ein Fachbereich Finanzwirtschaft tätiger Wissenschaftler in der Türkei, wenn sie wissen, was zu tun ist. Beziehung zur Gruppe Staatenbund steigt um 1. Das ist abgeschlossen. 8% immer da, 3% da. Wir müssen mit dem da noch klären. Okay. Aber er hier, der ist jetzt nicht der Mann, den wir brauchen. Langsam, es handelt sich um Heroinverrat. Heroin-Derivat, um eine Leistung zu steigern, nicht klar. Direktor, ihr Sicherheitspersonal hat meinen persönlichen Drogenvorrat beschlagnahmt. Es handelt sich um ein Heroin-Derivat, um ein... Okay, das ist ja krass, oder? Die leitet... Das ist eine Wissenschaftlerin, okay. Komm, nimm deine doppelte Drogen. Okay, neuer Agent frei. Ich habe schon so viel Zeit. Professor Cannon ist gestorben. Okay, super. Entscheide den Kopf der Gruppierung der Ortega-Zirkel zu finden. Jetzt ist es zu spät, um ihre touristischen Pläne zu stoppen. Ihre Beziehungen mit der britischen Regierung sind um 10% gesunken. Die Welt... Oder um 5 Minuten vorgestellt. Ja, das ist dann vorbei, oder? Nee, noch nicht. 4 haben wir noch. Ja, das ist schlecht, oder? Was können wir jetzt tun? Der ist da. Der, ach, die Drohne ist noch dahin unterwegs. Er ist beschäftigt und er kann jetzt mal nochmal zu dem dahin. So, dahin. Eine Schnellreise. Ja, Muster halt, ne? Vielleicht, ach, das Kreuz da dran, da war eine Verletzung, alles klar. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Naja, okay. Dann weiter.
8 sind wir einen Punkt besser geworden, glaube. Okay. Okay. 9. Gut. Reaktor, unsere Reaktionswesen haben die Liste derzeit. Ja, ich weiß. Liberty. Was macht Liberty? Diese Person, die sie schon gehabt. Gibt eine Information, kann diese Mission schneller erfolgen als andere Kollegen. Okay, dann ist das ja wird sicher sein. Komm, nehmen wir diese, wenn es irgendwie geht. Okay, hat auch nicht geklappt. Wir sind da einfach nicht in der Lage zu, jemanden zu überzeugen, wa? Er ist auf dem Rückweg, das ist dann auch okay. Dann müssen wir auch den versorgen. Die sind hier schon ganz weit und wir sind noch ganz hinten. Allerdings, wenn ich das so sehe, 9 Punkte, 9 Punkte, 10 Punkte. So schlecht steht es jetzt noch nicht da, aber die sind hier schon an dem Endziel dran, ne? Ja, dann weiter, oder? Gut. Ich bin immer schon eingetroffen, aber da der Befehle starker herzugesinnt, sich unsere Rückmeldung wieder anzulesen. Doppelgänger für uns arbeiten sehr gut. 13, 7 und 4. Ja, müssen wir so weitersehen. Wie kriege ich ihn denn jetzt geheilt? Sehe ich jetzt nicht hier irgendwo die Möglichkeit, ihn zu heilen, oder? Okay, dann haben wir da noch ihn. Der fliegt jetzt nach da. Er geht ins Zielland Indien. Er ist ja noch offen, ne? Haben wir hier die Möglichkeit, irgendwas zu tun noch? Ja, da sind wir ja. Die Fortschritte kann man da sehen. Einer nicht zugewiesen? Doch, er ist doch dem zugewiesen. Ach nee, den muss man, oder? Muss man den da reinsetzen? Nee, das passt schon. Ach, er ist im Krankenhaus. Okay, dann ist dieses Symbol das Krankenhaus-Symbol. Alles klar. Dann hat sich das schon mal erledigt. Runde weiter. Ja, gut. Immer noch Fünfter. Er ist angekommen. Wir haben eine erfahren, dass die Mittelabteilung in Indien mit der Forschung über die Sigma-Technologie begonnen hat. Wir müssen zuerst entdecken, oder wir werden diesen Krieg verlieren. Direkt, ich habe Kontakt mit Doppelagent Herbert Müller aufgenommen. Ja. Okay, das hat dann schon gereicht, dahin zu fliegen und mit ihm da. Gut. 21:43. Na dann. Sonst gibt's nix. Er ist noch im Krankenhaus, dann bleibt er da auch. Und er macht was? Was haben wir hier für eine Alarmstufe? 40%. Ja, komm, mach mal. Ich kann meine Missionen auch ohne Waffen abschließen, okay. Gut. Dann sind wir da ja immer noch unterwegs, ne? Was haben wir denn hier so? Ach, da sind ja noch einige Leute, die wir da noch suchen können. Dann identifizieren wir doch mal jemanden. Gott, das schließen. Runde durch. Ich hoffe, er wird noch gesund, mal langsam. 10, 10, 11, okay. 25, 49. Ist jetzt nicht so viel, ne?
Aus deiner Sigma-Division hat unser einige Vorläufergebnisse zukommen lassen. Es ist fantastisch, dass uns eine Zukunft mit unbegrenzter Energie bevorsteht. Aber es ist auch ein Problem, weil wir unsere Samenanteile einer dritten Welt verlieren werden und ich werde keine Arbeit mehr haben. Vielleicht wäre es möglich, dieses Geheimnis noch ein wenig länger für uns zu behalten. Was meinst du? Ah, das heißt, wir haben verloren. Sigma-Technologie, Mist, ihr Nachmittag geschlagen. Okay, das heißt, wir sind damit wohl durch. Okay. Es wird heute keinen Bericht mehr geben. Es ist vorbei. Geben Sie etwa auf? Aufgeben ist keine Option. Es ist die Welt, die uns aufgibt. Die Völker erhebt sich gegen uns. Sie werden alles zerstören, was ihnen im Weg steht. Sie werden uns jagen, aber wir werden bereits tot sein. Die internationale Spannung war nie höher. Die Weltmächte werden versuchen, die Sigma-Labore mit Nuklearwaffen zu vernichten. Wir werden angegriffen. Wissen Sie irgendetwas Bestimmtes? Die Raketen fliegen bereits. Die Gegenangriffsmaßnahmen werden beim Einschlag starten. Diese Kettenreaktion wird alle Länder betreffen und wir sind bloß einer davon. Wir können nichts mehr tun. Es ist vorbei. Was, wenn wir ein Friedensangebot unterbreiten? Was, wenn wir alle Forschung aushändigen? Wir haben eine Stunde, vielleicht weniger. Um ganz ehrlich zu sein, möchte ich Sie nicht mit Ihren verbringen. Ich werde mich ein wenig ausruhen. Endlich. Unfähiger Staatsdiener ist unser. Sag schon. Posten? Oder wie sehe ich das? Irgendwie Ende des Spiels steht da nur, dass. Ist wohl alles gewesen dann hier. Naja, okay, gut. Dann haben wir das auch gesehen. Vorgestellt Nummer 5 war das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ihr habt einen Einblick von dem Spiel gehabt. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn man ein bisschen sich da mehr mit befasst, wird man es vielleicht auch besser, wie ich, leisten können, da durchzukommen. Und wird dann die Sigma-Theorie da vollenden können. Aber naja, das müsst ihr dann selber machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie gesagt, fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, dann gebt der Folge einen Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Gebt ja der Glocke eine Chance, damit ihr mitkriegt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ja, Kommentare wie immer herzlich willkommen. Sagt mal was dazu, wie euch das Spiel gefallen hat. Und teilen auf jeden Fall auch erwünscht, damit es dann positiver für mich läuft. Alles klar. Unfähiger Staatsdiener. Tja, ich bin nicht der, der sowas macht. Alles klar. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.